Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Letztes Mal mit Mühe und Not hier nach Urania City ins Pokécenter geschleppt. Und da haben wir aufgehört und da machen wir weiter. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das in dem Spiel noch so ist. Der Zwang, erneut mit jemandem zu kämpfen. Hast du diesen Zwang je verspürt? Ich bin sicher, dass du hast. Gegen gewisse Trainer wollte ich immer wieder antreten. Also habe ich dies weggegeben. Nimm bitte auch eins. Ein Kampfahnder. Sehr schön. Setze dieses Gerät ein und du findest Trainer, die einen Rückkampf möchten. Du musst allerdings die Batterie aufladen, um es zu betreiben. Das war ein schönes Feature in den früheren Generationen. In einigen der neueren Spielen konnte man keine Rematches machen gegen Trainer. Das war ein bisschen schade. Vor allem was das Finanzielle angeht, die geben einem ja nochmal Geld. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Das ist auch gut zu wissen. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann die leicht besiegen, daher gibt es kein Universal-Pokémon. Das sehe ich anders. Ein Glurak auf Level 100 macht so ziemlich alles platt. So, hier ist ein alter Mann. Hast du gesehen? Die MS Anne ankert im Hafen. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich bin aber auch komisch rangezoomt an das Spiel. Ein Pilz. Ich bin der Profi-Angler. Na gut, dann eben Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, na klar. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe weg. Eine Angel. Damit fangen wir mehr Carpador und nichts anderes. Es gibt ja hier, glaube ich, die Superangel noch und die Profi-Angel, womit man dann ordentliche Pokémon fangen kann. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Ja, das ist der Traum. Die Teller sind ordentlich aufgeräumt. Ein Pokémon ist im Fernsehen. Es scheint Spaß zu haben. Mensch, die haben auch hier wirklich nur ein Programm. So, dann rüsten wir gleich mal unsere neu erworbene Angel aus. Dazu gehe ich in den Beutel. Wo ist denn eine Angel? Da. Select. Jetzt muss ich rausfinden, was bei mir der Select-Knopf ist. Ah. Na komm schon. Oh je, ein Pokémon am Haken und das ist ein Carpador. Ich bin nicht gänzlich überrascht. Die Angel war echt enttäuschend damals. Hat man endlich mal im Spiel eine Angel gehabt und dann paar Versuche und nur Carpador. Nur Carpador. Hey, ein Carpador, wie ist das wieder passiert? Na gut, ich bin fertig mit dem Angeln, bis wir eine bessere Angel bekommen. Zumindest einen unendlichen Supply als Carpador, der ist praktisch sichergestellt jetzt. Weiß nicht, ob wir darauf hingearbeitet haben, aber wir hätten es jetzt zur Verfügung. Wir sind hier umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Ja, sehr schön. Gut für die Umwelt. Aber zumindest für das Slimer. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Macho, Macholo. Ein Macholo ebnet das Land. Das ist was. Billige Arbeitskräfte, würde ich sagen. Was ist das hier? Pokémon-Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Da müssen wir unbedingt rein, aber erstmal brechen wir hier ein. Oh, nur ein kleines Mädchen daheim. Besitzt du ein Habitat? Willst du es gegen Porenta tauschen? Ja, auf jeden Fall. Schade. Auf ins Pokécenter. Dann müssen wir das Habitat holen. Ein Porenta. Ein richtig cooles Pokémon. Das will ich haben. Ist sogar ein Wasservieh. Oh, ich habe das falsche. Ah, nee. Pokémon bewegen. Welches bewegt man denn zu uns? Am besten das Habitat. Macht es soweit Sinn, was ich sage? Ich glaube schon. So, absetzen.
Hier mit meinem Porenta. Ne? Wieso Turbo dreht ich denn gerade nicht? Ich glaube, das geht in Räumen nicht. So, dann wollen wir mal unser erstes Pokémon gegen ein besseres eintauschen. Also nicht das erste Pokémon, aber ein erster Tausch. Ja, ich besitze einen Habitak. Ja, ich will das jetzt tauschen. Da ist es. Ciao. Komm schon, Porenta. Ja, auf dem Gerät zocke ich gerade. Frag nicht, wie das technisch möglich ist. Ein Game Boy Advance. Nicht der Advance SP. Ich habe die Polente bekommen. Ja, gern geschehen. Auf welchem Level ist die? Level 7. Und die hat ein Item. Nehmen. Lauchstange. Ne, die Lauchstange kriegt zurück. Das wäre ja albern. Wo ist denn eine Lauchstange? Und was bringt eine Lauchstange? Diese Lauchstange erhöht die Volltrefferquote, wenn Porenta sie trägt. Dann gibt man die doch Porenta zurück. Wunderschön. Und dann können wir uns Polente noch ansehen. Bericht. Wiesenhart. In einem Tausch erhalten. Ah, Mist. Das ist Typ Normal und Flug. Wieso habe ich gedacht, das wäre Wasser? Enten leben doch irgendwie im Wasser. Und Enton ist Wasser. Naja, ist egal. So, Tür treffen. So, wer ist mein größter Fan? Bestimmt das Pikachu hier. Pikachu! Hat mein Pikachu nicht einen wunderschönen Schweif? Der schönste Schwanz, den ich bis jetzt gesehen habe, ja. Jurob. Du meine Güte. Mein Jurob ist viel hübscher. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Von mir aus. Sehr schön, dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galopper. Es ist süß, schön, sexy und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich habe Liebe mit ihm gemacht. Wenn er schläft, kuschel ich mit ihm spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ein Radcoupon. Dankeschön. Sorg dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Und ob, vor allem wenn es kostenlos ist. Der Vorsitzende redet sehr gern über Pokémon. Ja, anscheinend aber nur über sein Liebesgalopper. Im wahrsten Sinne des Wortes, Liebesgalopper. Was haben wir denn hier unten noch? Was bist du? Taubsi. Du bist ein Taubsi? Oh, ist das ein Shiny? Das sieht nicht aus wie ein gesundes Taubsi. Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke mein Taubsi in einen Connex-Club, um Briefe für mich auszutauschen. Das ist schön, das werden wir nicht machen. Wie gesagt, ich habe keine Freunde. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Safronia City Unruhe. In Orania City scheint es sicher zu sein. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Ja, wir haben gerade das Briefgeheimnis gebrochen. Ich habe genau gesehen, was du da geschrieben hast. Haben wir echt noch nicht den Zerschneider? Kann doch fast nicht sein. Kann schon sein, aber es kann fast nicht sein. Wo sind denn meine TMs? Hä? Ah. Öffnen. Nö. Hab ich noch nicht erhalten. Sü. Da kommen aber nur mit dem Zerschneider rein. Glück für die, sonst wären die wieder mal platt gemacht worden. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab.
Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht in seltenen Pokémon-Geschäften. Ach, mit seltenen Pokémon-Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Ja, dann kommen sie doch zurück in die Freiheit. Besser als das die essen. Na gut. Dort liegt ein Fragebogen. Möchtest du ihn ausfüllen? Auf gar keinen Fall. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Das hoffe ich doch. Ich habe was zu verkaufen. Und zwar ein Nugget. Ein Chicken Nugget. Wenn ich es denn finde. Da ist es ja. Ja, her mit meinen 5000 Dollar. Kann man einen Superball kaufen? Ne, wir können aber einen Supertrank kaufen. Das hilft mir gerade nicht. Ja. Ihnen auch eine schöne Arbeitswoche. Ein Schild. Hafen von Urania City. Na gut, da müssen wir gleich hin. Wir müssen aber erstmal unser Fahrrad holen. Sind wir ja viel fixer unterwegs. Können abkürzen. Wir können abkürzen. So. Ah. Wie viel ich mit diesem Tunnel verbinde, das war... Ich glaube, den muss man öfter laufen. Nostalgie pur. Kommen wir jetzt überhaupt noch zurück? Oder braucht man dafür auch den Zerschneider? Ah ne, wir können ja rechts hier durch. Ich vergaß. Ja. Hintereingang treffen. Manchmal schwieriger, vor allem wenn sich das Gegenüber nicht vorbereitet hat. Sü. Nicht ins Pokécenter. Das ist irgendwie so ein krankhafter Reflex. Ich weiß nicht. In das Fahrradlädchen. An einem fantastischen Tag. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Ein Coupon gegen ein Fahrrad. Das ist doch mal ein Deal. Dann rüsten wir vielleicht das aus. Macht mehr Spaß als die normale Angel. So, Fahrrad, 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 Fahrrad. Select. Wir sind mobil. Irgendwie. Hui. Und rein ins Haus damit. Und dann kann uns Professor Eich jetzt nochmal belehren. Lukas, dafür ist jetzt keine Zeit. Na gut. Wir dürfen innen drinne kein Rad fahren. Was soll's? Nein, ich hab's verkackt. Das ist mir in meiner Kindheit auch oft passiert. Einfach über diese dämliche Stufe da gefallen. Dabei wollte ich doch wieder nach Uranienburg. Nach Urania City. So, diesmal. Ja, diesmal habe ich Lernfähigkeit bewiesen. Ich bin besser, zumindest etwas klüger als mein, keine Ahnung, 8-jähriges Ich. Ich sollte aufhören nachzudenken, wie lange ich, wann ich das gespielt habe und wie alt ich jetzt bin. Nur mal keine gute Laune. Dabei ist es so ein schönes, gute Laune-Spiel. Rad und nach unten. Und jetzt müssen wir, glaube ich, in die MS Anne einsteigen. Oder auch nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Fair-Coupon, ein Bootsticket. Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Urania City einmal im Jahr. Willkommen an Bord. Willkommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ich zeige mein Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MS Anne. Sehr gut, dann wird Zeit für eine ordentliche Yachtparty. Holt den Alkohol und die, naja, was man sonst noch so braucht für eine gute Party. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Mensch, sind die Leute hier aggressiv. Moin, moin, du Landratte, ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Nö, eigentlich nicht. Ich bin soweit zufrieden. Hier kriegt man wieder ordentlich Asche. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Ja, gut. Wenn man das so macht wie der Fanclub-Vorsitzende, dann braucht man ein bisschen Alleinzeit mit seinem Galopper. Am besten in der Kuschelsuite. Ein Fukano, ein geiles Pokémon. Also,
Nicht, dass ich sowas machen würde mit einem Fukano, aber ihr könnt zumindest ein bisschen mal kratzen. Mal sehen, wo das hinführt. Wahrscheinlich dazu, dass einer von uns K.O. geht. Ich fürchte, das Fukano hält weniger aus als ich. Ich hätte ja auch mein Pokémon wechseln können, obwohl ich habe ja nichts, was gegen Feuer so wirklich gut ist. Nochmal ein Fukano, dann wechseln wir doch mal auf Nidoking. Das ist der King unter meinen Pokémon. Freut sich auch mal, dass der ein bisschen Action kriegt. Ich würde sagen, was bietet sich hier mehr an als ein Mega-Hieb? Extra beigebracht. Soll es jetzt auch verwenden? Oh. Nein, ich brenne. Nur ein bisschen. Sehr schön. Nikolai wurde besiegt. Oh, wie verloren. Ja, mit der Kohle. Und hier waren, glaube ich, kann man in den Betten schlafen? Nee, zumindest in dem nicht. Eine Tasse mit einem Pokémon-Zeichen. Das ist schön. Das hier liegen auch ab und zu Items rum. Zeit für eine Party. Die haben zwar eine komische Vorstellung, was das ist. Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Na gut. Da schlaf mal bei der Frau hier mal kurz. Schön, dass alle erholt und erfrischt aussehen. Ja. Vielen Dank, ich komme vielleicht öfter vorbei. Gentleman. Noch ein Gentleman. Du Rotznase, was fällt dir ein? Wieso, ich breche überall ein. Keine Ausnahmen. Wie heißt der? Arthur. Mit seinem Nidoran. Da wollen wir mit unserem Glutexoran. Oh je, oh je. Energiefokus. Schnell wegmachen. Sonst haben wir keine Chance mehr in dem Spiel. Okay, hat geklappt. Noch ein Nidoran und diesmal wieder ein weibliches. So genau kann man das zwar nicht sagen, aber steckt da diese antike Symbolik im Namen drin? Bitte nicht vergiften. Oh, komm schon! Naja, dann nochmal nach dem Kampf zur netten Lady hier, die mich komplett umsorgt. Sehr schön, Level 30. Können wir irgendwas Sinnvolles jetzt machen? Nö. Mist, du bist ganz schön gut. Dankeschön, und du bist ziemlich reich, Opa. Na gut, dann einmal hochheilen. Oh. Aber nicht mit dem alten Typen. Ja, mit der jungen Lady hier. Sehr schön. Mein Bellen geht's wieder gut, also mein Pokebellen. So. Stuart, ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Doch, da kann ich dir nicht helfen. Ich hätte auch gern ein bisschen Torte. Knuddelduf, Knuddel, Knuddel. Willst du auch kämpfen? Ich reise immer mit Knuddelduf. Das ist nett. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ihr wolltet ja gar nicht kämpfen. Wollt ihr mir so ein bisschen Geld geben? Die wollen bestimmt alle kämpfen. Die Göre zumindest. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Dann zeig mal, wie viel unzählige denn sind. 2, okay. Vielleicht kann die nur bis 1 zählen. Das wäre dann wieder verständlich. Komm schon. Ja, One-Shot. Freue mich immer, wenn ein Taubsi mich nicht weiter aufhält. Oh, nicht schon wieder ein Nidoran. Das ist so giftig. Das ist doch so giftig. Na, diesmal nur ein Kratzer. Das haben wir noch überstanden. Okay, Anne wird besiegt. Hey, das ist ja die MS-Anne. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Ja, das ist ziemlich dämlich. Oh, nee. Ich bin total in Pokémon verliebt. Du auch?
Es hält sich in Grenzen. Yay, ein Nidoran. Level 21, gar nicht so schlecht, der Knirps. Es brennt. Nein, nicht mit dem Horn. So, nochmal Glut. Sonst vergiften wir uns tatsächlich wieder. Ja. Gunther wird besiegt. Wow, du bist so cool. Dankeschön, du nicht. Durchbruch. Das wird mein großer Durchbruch. Wir machen eine große Weltreise. Schön für euch. Nochmal, Gentleman. Kämpf mit mir. Psst. Ich habe einen Geheimagent. Nee, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das hier Rocket. Psst. Psst. Jetzt habe ich's drauf. So war das alles hier. Einmal nach unten. Wollen die ganzen Köche kämpfen? Nö. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ich suche doch noch ein Stück Kuchen. Ein Superball. Das ist super. Im Abfalleimer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was das genau war. Ich bin der Chef der Cuisine. Achso, das muss ich französisch machen. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Göstlichkeit sondergleichen. Ja, so viel zu meinem französischen Akzent. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Ja, das kenne ich. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Oh je, der arme Mann. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag. Was für ein Leben. Schnief, schnief, schnief. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Eine Maronenbeere. Eine Amrenabeere. Und eine Persisifbeere. Na gut. Das waren alle Bären-Emotionen, die ich hinbekomme. Was haben wir denn auf der rechten Seite? Ein Untergang. Aber nicht der Untergang. Hypertrank. Was die Leute hier alles wegwerfen. Verschwenderische Leute. Ein Angler will kämpfen und ein, keine Ahnung, ein Matrose. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los. Gunnar, der Matrose. Und der hat ein Macholo. Und ich habe wieder ein bisschen Schnupfen. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich den Winter nicht mag. Es brennt wieder. Wieder ein Pokémon in Brand gesteckt. Das ist eine erfolgreiche Episode. Na gut. Ein Kratzerchen reicht wohl. Oh, Hilfemenü ist auf der Rückseite meines Controllers. Jetzt weiß ich zumindest, was das getriggert hat, die letzten Episoden. Von einem Kind besiegt. So sieht's aus. So, das ist ein Angler da rechts. Der hat bestimmt was gegen Pikachu auf einem emotionalen Level. Das heißt, das tauscht mal kurz. Warte doch, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Albrecht. Ein Tentacher. Die Zubat des Meeres. Wow, das hält viel aus. Na komm schon. Nein, keine Umklammerung. Erst nach dem dritten Date. So. Weg mit dir. Ja, Pikachu levelt bald auf. Ein Stern, du. Das hat man doch erst gegen Misty. Boah, der Schnupfen.
Na komm schon. Ja, ja, Verteidigung steigt. Bringt aber nichts, wenn man schon tot ist. Eben das. Wunderschön. Und ein Muschas. Auch eine Premiere. Hat man auch noch nicht. Ein lustiges Pokémon, finde ich zumindest. Und ein sehr totes Pokémon anscheinend. Sehr gut. Gut gemacht, Pikachu. So, Pokémon. Das tauscht mal wieder zurück. Und ab in die nächste Kabine. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Hab ich jetzt vermutet. Ein Tentacher. Schon wieder. Was macht man denn dagegen? Kratzer. Hilft ja nichts. Oh, das hilft einiges. Weg mit dir. Du Ungetüm des Wassers. Ich mag auch Quallen im echten Leben, nicht? Ja, komm, Stern, was soll's. Das können wir auch kratzen. Boah. Gärtner wird dir nichts bringen. Eine Wasserattacke wäre besser gewesen. Zumindest um mich zu demotivieren. Na gut. Matrose wurde besiegt. Sein Pokémon auch. Das war eine reife Leistung. Ja. Und das ist ein Meisterball. Nein, Erholung. Schöne TM. Die werde ich meinem Relaxo irgendwann beibringen. So, drei Türchen haben wir noch. Nein, greif mich doch nicht sofort an. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Beweist es erstmal. Igor, der Matrose. Und der hat ein Sepia. Das müssen wir auch unbedingt in die Party aufnehmen. Na gut. Kratzer ist gut genug. Nein, Blubber. Die gefährlichste Wasserattacke, die bis jetzt auf mich geschleudert wurde. Naja. Haben's gerade so lebend rausgeschafft. Boah. Nö, wollen wir nicht wechseln. Ich will, dass mein Glutexo auf Level 31 kommt. Nein, Silberblick. So, eins hat er noch. Und dann leveln wir auf. Nochmal ein Sieper. Kann doch eins abgeben, dann der gute Mann. Müssen vielleicht mit ihm ein bisschen verhandeln, aber das klappt schon. Nein, die Genauigkeit sinkt. Ah. Ein Glück hat die noch getroffen. So, Level 31, stärker denn je. Und können wir was Neues? Nö. Oh nein, verloren. Ja, mit der Kohle. Äther, sehr schön. Nochmal zwei, die kämpfen wollen. Oder zumindest der eine. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Ich wusste gar nicht, dass du den Ruf hast. Pierre, der Matrose. Okay, und was hat der? Wieder ein Seebär. Ich sehe doppelt so viele Seebärs. Ja, ist ja in Ordnung. So. Und nochmal ein Muschas. Die sind so kreativ hier beim Besetzen der Gegnerteams. Nein! Wieso habe ich nicht getroffen? Glutexo, was machst du denn? Super gemacht. Dann wollen wir mal ein Pikachu aussenden. Hilft ja alles nix. Los, Pikachu. Eisbär. Macht mir nicht viel aus.
Na, wie viele Eisbeere willst du denn noch auf mich werfen? Das beantwortet, glaub ich, die Frage. Das reicht jetzt. 5-mal getroffen, darunter ein Volltreffer. Richtig an ihn, Pikachu. Sehr schön. Mushas ist tot. Und nochmal ein Tintacher. Ja, Kreativität ist deutlich zu merken hier. So. Oh, ein Giftstachel. Das muss doch nicht sein. Zumindest immer nicht vergiftet worden. Sehr gut. Dann wurde der Leichtmatrose da auch besiegt. Ah, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was der noch so als finalen Satz gesagt hat. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Ich habe auch noch was anderes über Seeleute gehört. So, ein Mushas. Und ein Kratzer, der diesmal nicht daneben geht. Oh je, Panzerschutz. Das wird ja dann immer schlimmer, den Schaden zuzufügen. Ja, wird schon weniger. Ein Superschall. Dagegen kommt mein Glutexo nicht an. Das hat's nicht so mit Denken. Vor allem, wenn es verwirrt ist. Los, Pikachu. Hau ihm in die Fresse. Na, komm schon. Ja, hat gereicht. Wunderschön. Und Leonard wurde besiegt, oder Leonard? Ja, was für ein Kampf! Ja, da geht ihm einer ab. So. Eine Tür haben wir noch, die machen wir noch in der Episode. Oh, vielleicht will der gar nicht kämpfen. Ein Supertrank, das ist ja super. Masho, Mashok. Mein Pokémon Mashok ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Ja, das kann ein kleines Geodude, kleines Kleinstein auch. So, einmal zur netten Pokémon Center Lady hier. Ja, ja, ausruhen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ja, sehr wichtig, dass wir alle erholt aussehen. So, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Hat ein bisschen länger gedauert. Nächstes Mal macht man den Rest von MS Anne fertig und werden wahrscheinlich da noch zum Relaxo kommen, das hier irgendwie liegt. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Achso, ja, vielleicht noch den Hinweis, keine Pokémon werden trainiert werden. Wir sind gerade gut gelevelt, also das spare ich mir jetzt in der Woche. Wir sehen gut gerüstet aus. Genau. Jetzt aber bis nächste Woche. Ciao.